They've got a helicopter. Oh my god. I cannot believe it. There. Jesus Christ, warum springen die denn? Achso, sie springen, um hier raufzukommen, oder? Oh, shit. Ah. Nochmal Glück gehabt. Oh. Eieieiei. Ah, geil, dass ich einfach meine eigenen Leute umbringen kann, damit ich deren Munition haben kann. Auch eine Art, damit umzugehen. Okay, I'm shooting the helicopter. Oh, oh. Lauf. Lauf. Okay. Scheinbar gar kein Problem. Ach du Scheiße. Alter, chill. Pff. Hallo, Helikopter, bitte. Wow, shit. Egal, wie der hier einfach so liegt. Ja, ich würde sagen, entspannt. Gar kein Problem. Woher haben wir eigentlich die Weste, die schusssichere Weste? Wir schippern durch die Gegend. Uns kann niemand was anhaben. Auch richtig geil. This is all the French got to offer, sage ich dann nur. Thomas, you have protected and served me well. And now you must leave us before we reach the open seas. Ja, ja, ich muss Diaz umbringen gehen. Keep it, my friend. Talking of my gratitude. Für mich? One more request. Wie süß er das sagt. While I'm away, thank you, Kern. Could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. All right. Keep wir mal ein Eye out für Mercedes. Wahrscheinlich will der, dass wir in die Familie einheiraten. Was wir natürlich gerne machen können, gar kein Problem. Ein neues Boot! Ich finde voll schade, dass es jetzt nicht mehr rot ist. Aber es ist trotzdem cool. Ich nehme es trotzdem gerne. So ist nicht. Vielleicht können wir es ja spraypainten lassen. Auf geht's! Diese Stadt gehört bald uns. Wenn ich richtig Boot fahren könnte. Wir haben es ja eh nie gelernt eigentlich, ne? Aber egal. Stimmt doch, bei diesem komischen Dude, der uns die ganze Zeit angeschrien hat währenddessen und beleidigt hat. Und dann aber größter Fan ever war. Den mag ich natürlich auch sehr gern. Hoffentlich treffen wir den bald wieder. Ja, so. Läuft bei uns, würde ich mal sagen. Auf geht's zu Diaz. Und ich hoffe, dass wir da unseren Good Friend Lance Vance Schmanz wieder treffen. Und ja, hoffentlich geht's ihm gut. Ich weiß es natürlich, aber ich spoiler nicht. Ihr seid wahrscheinlich richtig gespannt, ob Lance es geschafft hat oder ob irgendwie eine komische Krankheit bei ihm entdeckt wurde. Und tja, wie kommen wir jetzt raus? Upsi. Kann ich da rausspringen? Das habe ich noch nicht probiert. Das will ich lieber nicht machen. Aber ich will auch nicht den ganzen Weg wieder laufen müssen. Warum fährt das denn so scheiße? Du kannst halt nicht... Man kann halt nur lenken, während man während man Gas gibt. Vielleicht ist es bei Booten so. Was? Ich muss hier gerade aussteigen. Ja. Paul. Ja, I've been a bit naughty. Okay. I will remember you, mate. Was geht? Wer ist Paul? Wahrscheinlich einer von unseren früheren Buddies. Ja, ich müsste ein bisschen mehr in die Lore wahrscheinlich eintauchen. Ich habe wirklich, meine Angst vor Wasser ist durch dieses Spiel einfach so brutal gestiegen. La 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 la. Kann ich eigentlich irgendwo sehen? Ja, okay. Wie die Framerate ist. So.
You know what? Let's go. Habt ihr Bock? Ich habe richtig Bock. Und das Schöne daran ist, dass ich jetzt auch einfach länger, also weiterspielen kann. Zum gewissen Rub-Out. Achso, stimmt, ihr seht das ja nicht. So heißt die Mission. Alright. You like? Yeah, I like. Okay, Lance. Mein BFF. Ah, diese TV-Schränke sind so geil. Ich hätte so gern so welche. So, Diaz, mach dich gefasst. This place is gonna be crawling with assholes. Be careful. Don't worry, Tommy. I'll cover you. Alright, Lance. Man muss sagen, Lance ist eigentlich wirklich ein ganz guter Cover. So, die ist wahrscheinlich auch. Ist wahrscheinlich auch nah genug dran sein. Alright, Mister. Wie ist die da hinten auch einfach nicht interessiert? Ja, Mai. Ich mochte den eh nie. So, ihr Lieben, auf geht's. Haben wir gut gemacht. Lance, Vance, Schmanz. Was? Hä? Upsi. Alter. Uiuiuiui. Okay. Lance, wäre cool, wenn du auch was machen würdest. Polizei, bitte sei ruhig, weil dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen hier das Imperium übernehmen, okay? The door is locked. No way. Lance, was machen wir? Fährt gerade die Polizei hier einfach außen lang? Alter, das machen die doch sonst nicht. Ich dreh durch, wirklich. Die Polizei geht mir so auf den Keks. 99% of the time. Die sollen sich mal mit den Leuten hier prügeln. Oh, wow, ich sehe nichts. Kannst du bitte auto-aimen? Nope. Lance, was nun? Okay, Lance. Lance ist ein richtig krasser Fan von Labyrinthen, apparently. Okay, Lance. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Ups. Alright. Gar kein Problem. Ah, stimmt. Soll ich mir noch Sniper-Muni holen? Oder ist das eine dumme Idee? Okay, sorry, Lance. Sorry, Lance. Stimmt, wir haben ja sogar seine Health mal wieder da. Wahrscheinlich können wir ihn nicht die ganze Zeit einfach vorschicken. Lance? Lance ist doch der Gelbe, oder? Mr. Lance? Lance? Wenn du wieder hier in irgendeiner Ecke festhakst. Achso, ja stimmt, da geht's einfach weiter. Okay, Lance, sorry. Wir sind jetzt auch am Start. So, erstmal ein bisschen Health holen. Hä? Wo kam der her? Da links. Tommy macht auch immer so einen geilen Move einfach, wenn er mal wendet. Wende Tommy. Sollen wir da rein? Maybe. Lance? Lance ist immer bei mir. Wie ein echter Bruder. Krass. Dass man einfach von da unten rein kann. Das ist ja super safe. Wo ist denn meine Kruger hin? Wir machen das jetzt mit der Uzi. Ist mir zu blöd. Ah. Ah, ah, ah. I am the new boss. Lance, sollen wir noch schnell da lang gehen? Lance, wo bist du? Lance, what are you doing? Lance, why?
Es ist so geil, wie er dann immer so out of it snapped. Lance? Okay, geil. Lance, you know what? Ich gehe mal hier ein bisschen lang, einfach nur aus Interesse, weil letztes Mal habe ich das nicht gemacht. Jesus. Ja, kein Wunder, dass ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Ja, krass, aber da kommt man auch hoch, okay. Ja, Lance, alles gar kein Problem, ich regel das. Don't worry. Was? Piu! Von wo? Das ist natürlich auch ein bisschen geiler, die Treppe hier hochzukommen, to be honest. Eigentlich schon die coolere Version. Ja, helf! Gibt's sonst noch irgendwas? Was ist das? Ein Action-Heli! Geil, so freut ihr euch, der gehört bald uns. Das ist alles unseres hier. Ein reingeplugter TV, das ist natürlich mäßig gut, aber oh, es ist die Tapete aus Scarface. Oh, wie schön. Ey, und sowas, kurzer Diskurs in Interior Design. Es ist ja, gibt ja nichts Geileres als so Etagen in einem Zimmer. Ich finde das so episch. Also, was hätte ich gerne immer. So, alright. Sind wir bereit? Diaz! Wo kommt der Typ denn her? Go fuck yourself, Diaz. Lance. Lance, this is not okay. So. Tja, Diaz. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. Tja. I would have you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Late. Und jetzt ist es unser Haus. Ich habe mich so gefreut. Ich freue mich immer noch. Wie geil ist das einfach? Ich habe wirklich nicht gedacht, dass man das einfach so kriegen kann. 10 out of 10. Woohoo! So, das gehört jetzt alles uns. Hier, meine Goldstatue, mein cooler viereckiger Tisch, mein anderer cooler viereckiger Tisch, meine coole Couch. Okay, fuck. Scheiße. Ich habe voll den Lance gemacht. Peinlich. So, direkt mal neu anziehen. Na gut. The fuck? So, ich setze mich erstmal hier hin und dann beantworte ich das mit meinem coolen neuen Telefon. Ja, hallo? A major artist? What do you want from me? Jesus Christ, ey. Ich weiß gar nicht, was Pauls Problem ist. Yay! Jetzt könnten wir, das mache ich aber nicht, das nochmal überschreiben. Hihihi. ja, läuft bei uns. Let's go. Guck mal, er guckt immer noch so grimmig. Tommy, freu dich doch mal ein bisschen. Ach, schön, ihn wiederzusehen. You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all geil, dass Avery auch dabei ist. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? Absolutely. What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business known Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Tommy, Jesus Christ. Du musst dich doch nicht immer beweisen. Es ist doch okay, dir gehört jetzt hier alles. Good for you. Welches Auto nehmen wir? Schon eher das hier. Alright, let's go.
Jetzt hätte ich natürlich die Ammo nicht genommen, aber egal. So, everybody. Alle aus dem Weg, der neue Boss in town ist hier am Start. Co-Boss. Lance, Vance, Schmanz und ich. Endlich gehört uns alles. So, jetzt können wir auch echt ein bisschen weiterspielen, das ist doch cool. Also bis jetzt quasi, also bis gleich habe ich gemacht. Entschuldigung, bitte die Tür zu. Wenn man fährt, bitte die Tür zu. Tommy! Ich bleib stehen, bis du das machst. Okay, Tommy, dann nicht. Dann bleibt sie halt die ganze Zeit auf am Klappern, was mega nervig ist. Aber scheinbar gefällt es dir ja so. Ich würde am liebsten zu dem Kevin-Dude zurück und so sagen, fuck you. I saved my best friend und mir gehört jetzt das ganze Imperium. Beziehungsweise muss ich da natürlich mir noch ein bisschen Mühe geben, dass alle das ernst nehmen. Ernst nehmen! Stimmt, letztes Mal hatte ich einen Katana. Habe ich das immer noch? Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Vielleicht habe ich das auch von der letzten Session und einfach vergessen. Aber ich war sehr fasziniert. Ja, da macht er die Tür zu, oder was? Smash the panes! Okay, kein Problem. Smashen kann ich. Ja, siehst du, da habe ich das Katana. Sieht natürlich mega dumm aus, wenn er damit irgendwas macht, weil er das nicht auf die Reihe kriegt, aber es ist okay. Tommy, wir lieben dich trotzdem. So. Auf geht's. Oh, ich will nicht ihn treffen. Ja! Guck mal, das interessiert ihn auch einfach gar nicht. Richtig geil. Der ist einfach so, ja, passiert dauernd. So. Tabasch-Café habe ich auch immer gehasst. Hier, wer ist der neue Coolie in town? Ich bin's. Destroyed. Ja, ja, remember the name. So, wir gehen nochmal eins hoch. Klassiker. ja. Ich habe einfach nur was gegen Gash. Neue Klamotten! So, wir besprechen das Outfit gleich. Aber das Outfit hätte ich gerne. Was geht? Gash muss einfach dran glauben. Die sind einfach... Die mag ich ja nicht. Oh, Hidden Package! Einfach so... Ich habe noch nicht mehr damit gerechnet. Ach, ich freue mich. Hidden Packages for Life, sage ich da nur. Das wäre so geil, wenn ich jetzt da drin fehle. Nein. Es ist soweit. Wir haben jetzt endlich gezeigt, dass wir voll krass sind, weil wir einfach in so einen Store gehen und alles kaputt machen. Und jetzt können wir uns Properties kaufen. Wir können endlich diesen Printer-Shop irgendwo in Little Havana haben. Geil. Ja, was sagt ihr dazu? Greenhouses, dass ich es purchasen kann. Ja, mache ich. Ich kaufe mir alles. Was? Ist das schon wieder die Police oder was? Ja. Will ich ja gehofft haben, dass sie das nicht ist. $2000 bekommen. So. Also das Top ist ein bisschen kurz geschnitten. Ich finde es eigentlich cool. Also ich würde es selber tragen. Ich finde es schon ganz nice. Die Jeans. I don't know. Er sieht so ein bisschen too wannabe casual aus. Seien wir mal ehrlich. Entschuldigung, ich mache hier gerade Klamotten-Review. Wow, wie nah waren wir dran? Uhr ist auch geil. Schuhe geht so. What? Oh, Avery. Hi, Avery. There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open and you might find the perfect business opportunity. Na, es wird so viele Business Opportunities geben. Ich freue mich schon drauf. So, ihr Lieben. Hello, I am Mr. Tommy Vercetti. I'm the new boss in town. Just FYI. So. Nee. Hab ich nicht. So, ihr Lieben. Merkt euch meinen Namen. Oh mein Gott, what the fuck ist mit den Leuten los? Ja, was ist... Nein. Hello, Sonny. Ah, doch. Hey, Sonny. We're all friends. Okay. Never called. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Nicht mal. Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you,
Klassiker einfach. Okay, einfach erstmal dabben. Klar, gar kein Ding. Okay, Tommy, wenn du nicht besorgt bist, bin ich auch nicht besorgt, ey. Ja, siehst du, dann mach mal mein Geld und dann kommen sie nämlich alle angeflogen und sagen, wir waren doch immer befreundet, bezahl die Ausbildung meiner Enkelin. Alter, ich krieg einen Anfall. Was ist los? Okay. Mache ich, gar kein Ding. Die Payphone-Sachen sind geil. Die machen schon Spaß. Ja, so. Und jetzt sind wir da, wo ich letztes Mal war. Nach 50 Minuten. Auf jeden Fall besser als nach fast 2 Stunden. Chill, Alter, was geht? Polizei, hallo? Hören Sie nicht, dass da jemand einfach wahllos Leute erschießt? Aber Hauptsache, wenn ich mein fremdes Auto einsteige, komplett durchdrehen. Jesus Christ. Wie der auch erstmal durchatmen muss. Was ist denn hier los, ey? Das wird sich alles ändern jetzt. So, ich brauche ein Auto. Jesus. Ja, ich better hear euch alle apologizen. Das Auto da hinten oder? Ja, doch, das da hinten. Ist der gerade einfach absichtlich schon rausgegangen? Obwohl, ah ne, okay, ich dachte. So, ah scheiße, da kommt er wieder. Ich muss mich verpissen. So. Ihr Lieben, worauf habt ihr Bock? Was machen wir? Also, dieser dumme Marker, könnt ihr nicht einfach weggehen, wenn man dann da hingeht? So, wir können natürlich zu Vance, worauf ich immer Lust habe, weil Vance ist einfach der Beste. Wir können zu dem komischen Totenmännchen, wo ich überhaupt nicht weiß, was das ist. Das ist wahrscheinlich das Payphone. Oder wir kaufen einfach die ganze Stadt auf. Ah ne, das ist das Payphone. Ja, was weiß ich. Was ist das? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist natürlich am nächsten. Komm, wir machen erstmal das. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, das speichert schon von selber. Scusi. Okay, hat ihn auch nicht interessiert. War voll okay. Not a crime. Ach, und ein Hidden Package, ey. Das ist ein bester Tag meines Lebens. So, man braucht nämlich keine Selbsthilfe, wenn man einfach zocken kann. Das ist completely valid Guru-Opinion. Scheiß auf 5 AM Club. Steht nicht um 5 Uhr morgens auf und geht joggen, sondern setzt euch einfach mal hin und spielt eine Runde. Lebt man das Leben eines wesentlich erfolgreicheren Menschen. Tommy Vercetti! So, was ist das? Oh mein Gott, hoffentlich kriegen wir jetzt so Rockkleidung.